Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video von Die Sachsengriller. Ja, heute war wieder der André mal dran und hat sich Gedanken gemacht, was wir euch kreieren können. Und zwar haben wir heute mal die K4 wieder rausgeholt und daraus gibt es ein Schichtzwiebelfleisch. Klingt vielleicht etwas übertrieben, aber Leute, bleibt dran. Viel Spaß beim Zuschauen. Für unser Zwiebelfleisch benötigen wir folgende Zutaten. Hauptdarsteller sind natürlich die Zwiebeln. Dann habe ich hier 5 Scheiben vom Schweinenacken, dann eine Flasche Bier, den guten Mordersenf, dann ein bisschen Salz und würzen wir, werden wir das noch mit unserem Grillpfeffer schwarz-weiß. Mit unserem Fleisch fangen wir an. Das ist mir noch ein kleines bisschen zu dick. Das klopfen wir uns erstmal zurecht. Wenn dies dann geschehen ist, mit unseren Gewürzen von beiden Seiten würzen. Pfeffer. Andere Seite. Salz. Und wieder Pfeffer. Und dann kommt unser Senf ins Spiel. Ich weiß nicht, ob ich es vorhin gesagt habe. Ich hatte den Mordersenf scharf genommen. Und hier nicht sparsam sein, einfach drauf und dann mit dem Messer breit ziehen. Andere Seite noch mit dem Senf. Und das mache ich dann jetzt mit allen Scheiben. So, unser Fleisch ist jetzt gewürzt und eingesenft. Das Ganze werden wir jetzt in der K4 alles zubereiten. Ich habe, wie ihr seht, habe ich mir auch das Fleisch mal so zurechtgeschnitten, dass es schön reinpasst. Wir fangen an mit einer ordentlichen Schicht Zwiebeln unten, ne? So dass der Boden ordentlich bedeckt ist. So. Dann kommt eine Schicht Fleisch. Dann kommt wieder eine Schicht Zwiebeln. Bisschen andrücken. Und dann wieder eine Schicht Fleisch. So geht das immer weiter, bis unsere K4 restlos voll ist. Die letzte Schicht sollte aber eine Zwiebelschicht sein. So, wie ihr seht, die Zutaten langen, so wie wir sie euch aufgezählt haben, genau für die K4. Letzte Schicht ist Zwiebeln. Jetzt kommt die ganze Sache mal abgedeckt mit einer Folie oder sonst irgendwas für 2 Stunden beiseite, sodass die Gewürze auch wunderschön noch ins Fleisch mit einziehen können. Die Einwirkzeit ist vorbei. Was jetzt nur noch fehlt, ist ein guter Schluck Bier. Einfach mal, naja, halbe Flasche drüber geben und dann von unserer K4 den Deckel drauf und dann werden wir den Grill schließen. Ich mache das heute auf den, oder besser gesagt, nee, immer nur ich. Nein, wir machen das auf den Autochef. Deswegen Klappe zu und wir schätzen mal so 1,5 Stunden, lassen wir das jetzt mal vor sich hinköcheln. 1,5 Stündchen sind rum. Wir schauen mal in unsere K4 rein, wie es ausschaut. Ein Düftchen kommt hier heraus. Also ich würde sagen, rausholen, kleinschneiden, verkosten. Wenn ihr uns mit Gabeln seht, wisst ihr, was das bedeutet? Das ist Verkostenzeit. Ich tue mal was für die Darmflora. Geschmorte Zwiebeln.
Man sagt immer, Zwiebeln bringen Geschmack irgendwo ran, aber die Zwiebeln in dem Fall haben natürlich auch Geschmack angenommen von dem Senf, überhaupt von der Marinade, welche auf dem Fleisch zugegen ist. Und das Zusammenspiel Fleisch, Senf, Gewürz und Zwiebeln, gigantisch. Geil. Und beim Aufschneiden, leider war er nicht dabei, habe das jetzt ein paar Kosten aufgeschnitten. Ich muss sagen, eine sensationelle Konsistenz, total zart geworden. Gewürztechnisch. Einmal frei. Wunderbar abgeschmeckt. Nochmal einfache kurz, Sache, richtig geil vorzubereiten. Genau, nochmal kurz zu den Daten. Wir hatten das ja auf dem Outdoor-Chef hier gemacht. 1,5 Stunden bei ca. 180 Grad. Darfst du wieder. Ganz in Ruhe. Kann ja nicht schief gehen. Das ist eben das Schöne. Und wenn das 1,5 Stunden sind, die Gäste wieder mal schreiben, die stehen im Stau, dann ist es eben 1 Stunde und 50 Minuten. Das tut dem Gericht keinen Abbruch. Ja. Also, aus dem Grund ist das auch wieder definitiv zum Nachmachen empfohlen. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt uns das mit dem Daumen nach oben. Abonniert unseren Kanal, drückt die kleine Glocke unten, dann verpasst ihr keine Folge mehr von uns. Ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Eure Sachsengriller, André und Marco. Ciao, ciao. Ciao.